Ja. In der schicken gucken wir uns mal an. Wir haben also Bandnudeln, Hähnchenbrust mariniert, gegart, 13% Hähnchenbrust, Palmöl, Palmöl, okay, Speisesalz, Dextrose, obwohl es doch eigentlich heißt, keine Geschmacksverstärker, naja. Karotten, Zwiebeln, Brokkoli, Vollmilch, Schlagsahne, Blattspinat, Tomaten, kandierter Ingwer, Tomatensaft, Tomatenmark, Speisesalz, Curry, man wird hier sogar die Currymischung aufgelistet, Trinkwasser, Zitronengras. Ja, auf jeden Fall, was? Kann Spuren von Krebstieren, Fisch, Soja, Sellerie, Senf und Weichtieren enthalten. Oh wei. Milde Würzmischung, ja. Ja, sehr gut. Also Froster ist auf jeden Fall einer der hochwertigsten Produzenten von Tiefkühlsachen und die sind eigentlich auch wirklich natürlich. Also da kann man nicht meckern, bis auf das hier in der Marinade wohl Dextrose drin ist, was auch immer. Ja. Aber ansonsten sind die Gerichte eigentlich immer sehr wertig. Ja, gucken wir uns das gleich nochmal an. So sieht das dann ja ausgepackt in der Pfanne aus. Hier fallen diese Spinat- oder Brokkoli-Bälle fallen. Was ist das jetzt? Spinat? Das scheinen mir so Spinatbälle zu sein. Hier haben wir dann Brokkoli-Röschen und dann so Nudeln. Und hier sind so die kleinen Hähnchenteile. Man soll 150 ml Milch dazu gießen. Das ist halt relativ typisch Curry für ein Currygericht. Und das mache ich dann und dann präsentiere ich euch das mal im fertigen Zustand. So, ja, das India Curry in der zubereiteten Version. Es ist halt recht bunt und ja, also wir haben hier so Karottenscheiben, die auch richtig gut knackig sind. Bei den Nudeln, das sind also so, seht ihr ja, so kurz geschnittene Bandnudeln nicht, aber schon so in diese Richtung Tagliatelle oder wie nennt man das? Und dann eben nochmal klein geschnitten. Auch sehr gut. Diese Blumenkohl, ach Quatsch, Brokkoli-Stückchen. Und man schmeckt halt, das ist alles, das hat alles noch Biss, das ist nicht irgendwie weich oder labbrig, überhaupt nicht. Das ist sehr frisch und knackig. Also ist halt immer der Vorteil bei guten Tiefkühlgerichten. Und Froster hat halt einfach wirklich eine gute Qualität. Das sind diese Hähnchenfiletstückchen, die dabei sind. Auch richtig gut. Ja, die Katze beschwert sich über ihr Armbrot. Was kann man generell sagen? Ja, generell zum Geschmack. Es handelt sich ja hierbei um ein India Curry. Hier ist übrigens das so Spinat. Ja, dieser Curry-Geschmack ist richtig, richtig gut und intensiv. Es hat eine angenehm leichte Schärfe, die also niemanden schärfetechnisch
überfordern dürfte. Es ist also nicht so, dass man das wirklich super, super, also dass es super scharf ist. Aber das hat halt kurzzeitig, ist es halt scharf und es klingt dann aber schnell ab. Aber alles im Verhältnis halt. Also super gut gewürzt. Es ist ja nicht nur die Schärfe, es ist auch dieses Curry kommt gut durch und dann die anderen Gewürze. Es schmeckt einfach super, super lecker und kann ich definitiv empfehlen. Es ist ein sehr gutes Tiefkühlgericht und sehr lecker, sehr frisch, sehr knackig. Top. Kann man absolut nichts dran aussetzen. Sagt man das so? Ich glaube ja. Ja, soweit mein kleiner Test zum Asia Chicken Curry von Frosta. Haut rein und schaut vor allem auch wieder rein. Bis bald.